Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ni no Kuni und der Fluch der Weißen Königin. In der letzten Folge haben wir dem Besitzer von Herr Khan geholfen, sein gebrochenes Herz wieder zu vervollständigen und haben damit im Seelenverwandt von Tengri geholfen. Und wir werden uns jetzt auch wieder zurückbegeben in die andere Welt, dessen Namen ich vergessen habe. Wissen wir eigentlich, wie die andere Welt heißt? Wir wissen, dass wir hier in Motowild sind, aber die andere Welt? Hat die den Namen? Nee, oder? Na gut, dann gehen wir zurück zu Tengri und zum, wie heißt der Typ? Kublai. Kublai hieß der, genau. Kublai hieß der Typ. Aber wir quatschen hier mal mit allen. Vielleicht haben wir ja nette Infos für uns. Vergiss nicht, Junge, der Name Kublai Khan wird überall respektiert. Oh, und sein Hund hieß Kublai. Ich habe vergessen, wie der Junge hieß, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich noch eine Quest offen. Geh zu den Waldbewohnern und rede mit ihnen. Okay. Das habe ich mir noch gar nicht angesehen, die Quest, aber ist ja nicht so schlimm. Mit der haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesprochen. Und Tengri ist nicht da. Tengri ist weg. Wo ist Tengri? Luke? Wer ist unser alter Freund? Wo ist unser Tengri? Hi. Ah, wir Himmelsreisenden lieben es, ein paar Zutaten zusammenzumischen und etwas daraus zu machen. Sei es eine Mahlzeit oder ein mechanisches Wunderwerk. Wirklich? Ich dachte, sie würden immer nur plündern und brandschatzen. Ei, das tun wir, aber wir könnten ja durch die Wolken segeln, wenn wir von anderen abhängig wären. Was den alltäglichen Bedarf angeht, oder? Wie Captain Kubler immer zu sagen pflegt, nur die Gewieftesten leben lange genug, um ihre Beute dort unten verpassen zu können. Oh, das klingt nach einem harten Leben. Das ist es, mein Junge, das ist es. Und wir müssen wissen nicht nur gewieft, sondern auch kreativ sein. Ich erfinde ständig neue Formeln, musst du wissen. Dieser ganze Himmelspiratenkram klingt mir ein bisschen zu anstrengend. Stimmt, die sind doch sogar noch zäher, als ich dachte. Sagen Sie, können wir uns vielleicht Ihre Formeln ansehen? Aber natürlich, mein Junge, ich teile lieben gerne ein paar Rezepte mit anderen. Mögen sie dir von Nutzen sein. Oh, vielleicht sollte ich öfters mit den Leuten quasseln. Hey, der Dragon ist weg. Hallo, Captain Kublai. Ich werde auch immer mit Leuten, wenn ich in den Schnee. Hallo, du! Wissen Sie, wo Tengri ist? Ha, du kommst genau zur rechten Zeit, Junge. Es ist nämlich so. Er wurde entführt. Bitte nicht. That sound. Oh, er fliegt wieder. Tengri! No. Seht, was für ein prachtvoller Anblick. Was für ein prachtvoller Anblick. Ihr wart kaum weg. Da hat er aufgehört, Trübsal zu blasen und hat sich wieder in die Lüfte erhoben. Es war wie Zauberer. Wartet, ihr Hunde habt doch da die Hand im Spiel. Ihr habt hinter meinem Rücken gehandelt, oder? Nun ja, es ist schwer zu erklären, aber wir sind in eine andere Welt gerissen. Oliver hat dem dortigen Tengri geholfen, gesund zu werden. Ihr müsst dazu nur wissen, dass Olivers Magie der Grund ist, dass Tengri wieder fliegt. Ahaha, ihr redet immer noch Unsinn, wie ich sehe. Aber egal, ihr habt getan, was ihr versprochen hattet. Ich werde eure Methoden nicht in Frage stellen. Ich hatte keine Ahnung, dass der echte Tengri so quick lebendig ist. Genauso sollten Drachen sein. Anscheinend mag er dich und das, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe. Naja, sei es drum. Ich weiß, wann ich verloren habe. Er gehört dir. Du bist ja sein Herrchen. Du bist jetzt sein Herrchen. Ihr beide wisst das ja eh schon. Wirklich? Aber... Was ist los, du Wurm? Nicht genug für dich? Nein, Captain. Vielen Dank, Captain Kublai. Dann wäre die Sache ja geritzt. Tengri, mein Freund, sagt dem neuen Herrchen Hallo. Das mache ich jetzt nicht nach. Es freut mich auch, dich kennenzulernen, Tengri. Beruht bestimmt auf Gegenseitigkeit. Na fein, suchen wir die magischen Steine.
Setze Kurs nach Süden, Freund. Du wirst die einsame Insel über kurz oder lang erreichen. Die einsame Insel? Die einsame Insel. We're flying! Oh, Tiny! We're actually flying! It's nice and comfy up here. Come on, Tiny, let's fly! Away we go! Begib dich zur Insel, die auf dem Schwingen der Freundschaft. Eine neue Trophy. Verdammt, ist das hoch genug für dich, Olli? So, weil uns der kleinste Fehler hier oben ruckzuck ins Jenseits befördern würde, ist es wohl Zeit, dass Tröpfchen dir beibringt, wie man einen Drachen fliegt. Woher weiß Tröpfchen, wie man einen Drachen fliegt? Keine Angst, Mann. Wenn du die ersten 5 Minuten überlebst, ist alles andere ganz einfach. Du wechselst die Richtung mit L und benutzt R, um dich umzusehen. Wenn du die ersten 5 Minuten überlebst, ach Gott. Und willst du wieder festen Boden unter die Füßen graben, musst du X drücken, dann erscheint ein Kreis. Benutzt L, um den Kreis dorthin zu bewegen, wo du landen willst. Und drücke dann X. Willst du doch nicht runter, drückst du einfach Kreis, dann fliegst du weiter. Pass auf, welche Farbe der Kreis hat. Wenn der blau ist, kannst du landen. Aber wenn er rot ist, musst du den anderen Platz suchen. Dann hat dort ein anderer Drache geparkt, oder was? Wenn du genug davon hast, immer auf dem Boden rumzukrebsen, kannst du in das Drachenhorn von Ollen Piratenhaini reinpusten und hingekommen kommt angeflattert vom Ollen Piratenhaini. Drück einfach Taste rauf und du tröstest drauf los. Aber genug gequatscht, schauen wir uns die Welt mal von oben an, was? Du erhältst das Drachenhorn vom Drachenhaini. Ah, wie cool. Oh, wie cool, ich kann fliegen. I can fly! Woo. Oh, wie cool, ich kann fliegen! Sehe ich von hier aus mein Boot auf? Ja, da guck mal, mein Boot dagegen ist enden nichts. Oh, guck mal! Da ist ja voll eine Eislandschaft! Oh, cool! Oh, wie schön es hier ist. Oh, wie schön. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir auch noch ein Fluggerät kriegen. Ein Fluggerät, also ein Drachen. Was sieht man hier? Eventuell die Ortschaften? Nee, sieht man nicht, ne? Wie schön. Also mit diesem Drachen zu fliegen ist leichter als mit Spyro. Ach schön, wo muss ich denn überhaupt hinfliegen? Da runter muss ich? Okay. Okay, dann fliegen wir mal Richtung runter. Oh, richtig cool. Kann ich auch über den Vulkan? Hier war ich auch noch nicht, ne? Ach doch, zum Beispiel Städte sieht man, weil da ist Katzbuckel. So. Warte, ich bin jedes Mal ein Depp gewesen. Ich bin jedes Mal da. Naja, ich meine, ich kann mich ja auch teleportieren. In dem. Guck mal, ich kann jetzt auch hier hin. Wo ich mich immer gefragt habe, wie komme ich da rauf? Ja, jetzt weiß ich es, mit dem Drachen. Und das Gute ist, der Drache tut selbst von oben nach unten fliegen. Gut, wir müssen jetzt zur einsamen Insel. Bist du ein Gegner? Oder bist du einfach nur so ein random Vogel? Ich glaube, du bist einfach nur so ein random Vogel. Ich muss hier hin, ne? Bin ich jetzt ernsthaft richtig? Hier ist doch gar nichts. Na gut. Verflixt, schau dir dieses Monument an.
Also, das stimmt ja sicher nicht zufällig. Es muss irgendwas mit den Steinen zu tun haben. Hey, seht mal, da steht etwas drauf. Ich heiße Oliver und ich komme aus Motorville. Und ich soll mir das jetzt selbst übersetzen. Super. Das kann ja jetzt ein bisschen dauern. Ich brauche hier irgendwie ich habe hier einen Zettel. Schauen wir mal. Das erste ist so eine... Das ist mal ein S. Das zweite... ist ein I. Das ist, das ist das Zeichen, das vierte, was ist das? Das finde ich nicht. Simbe? Das kann nicht stimmen. Das ist ein S. Das ist ein I. Das ist ein N. Okay. Der fünfte Buchstabe ist wieder ein I. So. Sinmi? 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 H? E? Das, was wie ein T ausschaut, aber kein T ist, ist ein G. Dann haben wir diese zwei Dinger wieder. Das ist wieder ein S. Das ist ein A. Und das kleine T. Das kleine T finde ich gar nicht. Hey, das sehe ich echt nicht. Ah, da. Oh Gott, ist das die. Sinmihexat. Ergibt halt voll Sinn in meinen Augen nicht. Aber gut. Was ist das nächste? Das nächste ist. Oh Gott, das ist voll schwer. Wahrscheinlich habe ich es voll verkackt schon. Aber ich sage ja, das ist ein T. Der Sechser mit dem Dreieck. Der Sechser mit dem Dreieck ist ein R. Das Symbol hatte ich schon. Das ist ein H. Ein A. Ein W. Ein I. Ein T? Das Sechse mit dem Dreieck war ein R. Das war ein A. Das P ist ein K. Das ist ein A. Ich habe mich gerade vertan. Ich brauche was. A, K. E. I. D. S. A. D. Sin mi hexa travet kras das. Okay. Was ist das für eine komische Schrift? Nazca-Symbol ist doch klar und vermutlich steht da, wo die Steine versteckt sind und so weiter. Soll ich es für dich übersetzen, Olli? Warum habe ich das gerade getan? Ja, bitte, Tröpfchen. Nun denn, da steht.
Das Geheimnis, das die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Oh, das Geheimnis war... Diese Nazca-Linien sind verkehrt herum. Und was genau soll das bedeuten? Wenn ich mich nicht irre, heißt das, dass die Steine nicht auf dieser Insel sind. Was? Auch echt? Hör doch zu, das Geheimnis, wo sie versteckt sind, liegt im Herzen, also nicht an der Oberfläche der Karte, wo es jeder sehen kann. Mann, ist doch nicht so doof. Das Ganze bedeutet, dass das wahre Versteck der Steine irgendwo in dem verflixten Ding ist. Und wie kriegen wir sie denn da raus? Das weiß ich doch auch nicht. Immer mit der Ruhe, Tröpfchen. Wir haben die Karte ja noch nicht einmal. Dann sollten wir wohl nochmal mit dem ollen Kublai reden. Hua, Tengri? Ja, upsi. Ja gut, diese Nazca-Schriftzeichen sind... Die muss man verkehrt herum lesen. Weil wenn ich das jetzt verkehrt herum lese, dann kann ich lesen, was da gestanden ist. Wie konnte ich Tengri nochmal so? So konnte ich Tengri holen. So kann ich es dann natürlich dann auch lesen, ne? Aber gut. Dann kann ich nicht alles sofort wissen. Hätte ich gewusst, dass das Tröpfchen übersetzt, dann hätte ich das jetzt nicht selbst angefangen zu übersetzen, aber gut. Und fliegen wir mal zu dem ollen Typen hin. Einmal durch die Wüste mit dem Vulkan. Hier irgendwo hinten muss es sein. Irgendwo hier. Hier. Hier ist die Schädelhülle. Oder die Schädelbucht oder was auch immer. So, kann ich hier. Hier. Dann lande einfach da. Lass mich doch in Ruhe. Ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte doch nur zum Schädel, Heini. Nein, ich möchte gerne in die Höhle reingehen, aber ich glaube, ich komme da nicht rein. Ist das ein Gegner? Ja, ja. Das war ein kleiner, süßer Gegner. Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Folge noch nicht wirklich viel geschafft haben, außer dass wir herumgeflogen sind. Also nicht gerade viel. Für die Nino Kuni-Folge, wo... Ich liebe das Piratenschiff. Ich liebe es so sehr. War gut. So, wo ist denn der olle Kublai? Steht da immer noch. Bewegt sich auch kein Zentimeter, kann das sein. Na gut, diesmal sprechen wir ihn aber von vorne an. Willst du dich nicht auf das X stellen? Sag mir, Junge, hast du diese Magensteine gefunden? Also nicht wirklich. Wir haben aber so ein altes Monument gefunden. Es war... Kurz gesagt, Herr Piratenkönig, da waren keine Steine. Kein einziger. Du solltest uns bitte nochmal einen Blick auf die Karte werfen lassen. Merkwürdig. Habt ihr auch gründlich gesucht? Gründlich? Wir suchen hier die Welt zu retten, Mann. Natürlich haben wir gründlich gesucht. Nee, haben wir nicht, aber okay. Es war mit Sicherheit die richtige Insel. Hey, Olli, lies den Nazca-Inschrift aus diesem Monument-Dings nochmal. Dann kannst du das Geheimnis bestimmt lüften. Das Geheimnis, das die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Was könnte das denn heißen? Naja, dieser Herzenskram hat doch immer etwas mit einer Magie zu tun, richtig? Also sollen wir Herzempfangen darauf anwenden oder so? Was auf die Karte anwenden und was sollen wir mit dem anstellen, was wir von ihr kriegen, falls wir überhaupt was kriegen? Ich weiß nicht, vielleicht kochen? Aber es könnte was mit Magie zu tun haben, richtig? Ja, das scheint irgendwie oft der Fall zu sein, wenn du mit von der Partie bist. Ihr scheint großes Vertrauen in die Zauberkräfte des Jungen zu haben. Kennt ihr denn viele Zauberer? Kennt ihr denn viele Zauber? Oh, jede Menge. Die Leute geben ihm ja ständig welche. Da hast du recht, Esther. Wir haben mittlerweile einen ganzen Haufen Zauber, oder? Da muss doch was dabei sein, mit dem es klappt. Das Geheimnis, das die Karte wahrt, liegt im Herzen. Es ist nicht offenbar. Fällt dir dazu irgendein Zauber ein, Oliver? Ein oder zwei vielleicht. Naja, es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Schatzsucher.
Schloss öffnen. Naturnähe. Schweben. Brücke. Drahtzieher. Aha. Schick! Sieht ganz so aus, als hätten wir das Große losgezogen. Okay, eins ist dort, wo wir, glaube ich, mal gegen diesen Golem gekämpft haben. Das zweite scheint dort irgendwo in den Wintergebieten zu sein, wo wir drüber geflogen sind. Und das andere kann ich irgendwie nicht zuordnen. Die waren also getrennt versteckt, das hätte ich schon vermutet. Immerhin sind es drei Steine, die alle an einem Ort zu verstecken schienen. War schwachsinnig. Warte, ich verstehe das nicht ganz. Warum sind die alle Markierungen auf der Karte erschienen? Weil ich Einblick auf die Karte gemacht, Mann, habe. Mann, das war der Zauber, den ich benutzt habe. Einblick. Der zeigt die Erinnerungen der Leute an, die ein Objekt einst besessen haben. Ich verstehe, also hat er dir die Orte gezeigt, die die Person von der die Karte stand, geheim halten wollte. Meine Güte. Ja, die Erinnerungen kamen mir alle gleichzeitig in den Sinn und da war noch eine Botschaft. Und? Was war's? Spuck's aus, Mann! Also, der Zauberstab ist die Waffe des Herzens. Die Steine reflektieren nur seine Oberfläche. Wahre Macht liegt in der Tiefe. Das ist alles. Was zum Geier soll denn das jetzt wieder heißen? Verdammt mich nochmal! Ich bin mir sicher, dass wir das schon noch erfahren werden. Lass uns darüber nachdenken, während wir nach den Steinen suchen. Guter Plan ist er. Na fein, Herr Piratenheinin, kannst du uns die Karte ausleihen? Es wäre echt bescheuert, wenn wir da und herkommen müssten, um einen Blick reinzuwerfen. Die Steine sind euer Problem. Ich habe keine Verwendung für die Karte. Nehmt sie, dann habe ich mehr Platz für gute, anständige Beute. Als ob die Karte so viel Platz verbrauchen würde. Vielen Dank, Captain. Mal sehen, was wir an den drei Orten, die auf der Karte markiert sind, finden können. Scheint ganz so, als würden wir recht viel Zeit auf Tengris Rücken verbringen. Hoch in die Lüften. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wir werden ihn ganz schön beschäftigen. Schick, Zeit für das nächste Kapitel der Abenteurer. Der Abenteuer des furchtlosen Zauberers Olli. Die Suche nach den magischen Steinen. Nächstes Spiel confirmed. Haha. Ah, guck mal. Hier habe ich ein paar Aufgaben. Guck mal eine an. Da blinken die Herzle. Da blinken die Herzis. Das ist einmal der Typ da hinten. Hallo. Verdammt, das ist hinüber. Stimmt etwas nicht? Nun ja, ich habe die Maschinen inspiziert und bin dabei auf ein Teil gestoßen, das ersetzt werden muss. Aber ich habe keine Ersatzteile parat. Mann, oh Mann, hey, aber das heißt dann, wie kann der eiserne Drache denn mit einem kaputten Motor fliegen? Naja, gar nicht. Hab's fürs erste notdürftig repariert, aber es wird nicht lange halten. Das dürfte ein holpriger Flug werden. Mann, oh Mann, das soll heißen, das Ding könnte in einem gigantischen Feuerball auf die Erde runterstürzen? Jetzt reicht's aber, ihr feigen Memmern. Ich habe bisher immer noch so hingekriegt, dass die Gute in der Luft geblieben ist und das wird sich bald nicht ändern. Das ist ja ungemein beruhigend. Aber bei der Reparatur hier bin ich mir nicht so sicher. Immerhin ist das der Motor. Ei, die Maschinen sind das Herzstück des alten Biests und ich bin zu beschäftigt, als dass ich losziehen könnte, um Ersatzteile zu besorgen. Arr, wenn es hier nur jemanden gäbe, der etwas von Maschinen versteht und diese defekte Düse für mich reparieren könnte. Jemand, der sich mit Maschinen auskennt? Hey, da kenne ich genau den richtigen. Ich wette, Rusty, der heim im Motor will, könnte das in Ordnung bringen. Rusty, oh ja, du meinst Mythos Papa. Wirklich, ihr kennt jemanden? Ich. Aber wie soll ich Rusty in diese andere Welt bringen? Ich bitte euch, fragt diesen Rusty, ob er sich bei. Nicht meine defekte Düse ansehen könnte. Vielen Dank. Wenn du das reparierst, stehe ich auf ewig in deiner Schuld, Junge. Und was noch besser ist, dann aha. Okay. Und dann reden wir noch mit dir, weil du scheinst auch irgendein Problem zu haben. Wo ist das? Wo ist das verwutete Ding denn nur hin? Haben sie was verloren? Das habe ich. Und nicht einfach irgendwas. Ich habe meinen Glücksbringer verloren. Ihren Glücksbringer? Ah, Junge. Ohne den Schutz einer Waldwindfeder heben wir hiermit berate ich dir mal den Blick zu den Wolken. Wir sorgen für den Wind unter unseren Schwingen und lassen das Lied der Lüfte in unseren Herzen erklingen.
Boah, klingt, als wären sie wirklich wichtig für sie, und es klang irgendwie so, als würde ich gerade anfangen zu reimen. Das sind sie, Junge, das sind sie, und ohne fühle ich mich nackt wie ein Neugeborenes. Sag mal, du würdest mir nicht zufällig eine Wallwindfeder besorgen wollen, oder? Okay. Ja, ich stehe in deiner Schuld, Junge. Das werde ich nicht vergessen. Fallwindfedern können von Kreaturen namens Schuftikusten erbeutet werden. Sie treiben sich in den Gewässern dieser Gegend herum. Ah, ja, Sir. Überlassen Sie uns das, meine Güte. Okay. Wenn das so ist, werde ich jetzt erstmal reisen und mich nach Katzbuckel teleportieren, weil das ist jetzt das Nächste, wo es eine Anschlagtafel gibt. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass wir ein paar Nebenquests freigeschaltet haben. Wieder. Deswegen gehen wir mal da rein, dann nehme ich das Ganze an und werde das natürlich dann wieder offscreen abarbeiten, weil ich das onscreen nicht so gerne mache. Ich mache zwar schon gerne Nebenquests und sowas, aber nicht in der Hauptstory so wirklich. Aber dadurch, dass man da halt relativ gute Sachen bekommt, mal, ich meine, da hast du irgendwen, der dir was schenken kann. Also, hier, guck mal, die Lady hier. Die kann mir sicher irgendwas schenken. Ich lese das jetzt nicht vor, weil, ja. Ich finde das jetzt nicht so spannend, weil das immer das Gleiche ist, ne? Ich glaube, hier Zurückhaltung, wenn ich es richtig verstanden habe. Zuversicht. Ach, naja, gut, dann halt Zuversicht. Und ja. Ist jetzt nicht gerade das Spannendste, meiner Meinung nach. Guck mal, da hinten ist jetzt was. Ich meine, hätte ich das gewusst in der letzten Folge, dann hätte ich vielleicht weitergespielt, bis wir Zengel haben und dann diese Insel machen können, aber gut. Man kann ja nicht alles wissen, ne? Ja, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier etliches. Der verzagte Veteran. So. Ein erfahrener Soldat in Katzburg kann auf einmal den Mut nicht mehr, okay. Ein Katzenvolkmädchen aus Katzburg hat plötzlich angefangen, ihre Freunde fisch zu behandeln, okay. Ein junger Katzenvölkler wurde in Katzburg gesehen, wie er sich mit selbst gehadert hat. Er scheint nervös zu sein. Ein Künstler in Alkuwelt scheint sehr niedergeschlagen zu sein. Trotz der Bemühungen seiner Freunde scheint sich ein Pummel, ein Hihiti, in einem absoluten Formtief zu befinden. Wo ist Hihiti? Ein berühmter Schweinpfortner-Forscher scheint keinerlei Vertrauen in seine Fähigkeiten mehr zu haben. Offenbar haben einige Waldbewohner im südöstlichen Teil der Kenterküste viel Talent für Alchemie. Gut. Jetzt haben wir jetzt alles im Buch und ich schätze mal, es gibt auch ein paar Monster-Quests. Ja. Und jetzt habe ich ja Jagd. Gib mir mal. Die Monsterjagd, ich wusste gar nicht, dass ich die abgeschlossen hatte. Oh, dankeschön. So. Gut, das ist im Gange. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. In der Nähe der Einfallsinsel, okay. An der nördlichen Gemsenklamm Herbstlande. In der Nähe von Peridida wurde ein seltsames Licht gesehen, das allabendlich leuchtet. Das muss sich ein Monster in der Nähe befinden, okay. Was haben wir hier? In den Ödlanden, Sommerland. Ein Monster hat ein hiesiges Dorf überflutet und flüchtet jetzt zum Meer zurück. Fange es und erteile ihm eine Lektion, okay. Was haben wir hier? Auf der Schwaneninsel nördlich des Sommerlandes. Ein übles Monster zerstört die wunderschöne Natur der Schwaneninsel. Das darfst du nicht zulassen. Okay. Kann ich mir eigentlich noch irgendwelche Belohnungen abholen? Ach doch. Ich könnte mir sogar was abholen. Ermöglicht es dir, Tengel schneller durch die Luft sausen zu lassen. Ja komm, das nehmen wir. Das klingt gut. So, was haben wir denn hier? Haben wir jetzt hier noch verringert die Kosten für das Spiel fortzusetzen, nachdem du im Kampf besiegt worden wurdest. Ich würde schon gerne das nehmen, falls ich mal Game Over gehen sollte. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich schätze mal, wenn ich diese ganzen Quests abhole, mache, kann ich sicher wieder die restlichen Sachen holen. Aber gut. Dann will ich aber sagen, machen wir uns auf den Weg. Und schauen uns mal das nächste Gebiet an.
beziehungsweise wo wir eventuell hinfliegen könnten. Weil ich werde jetzt, glaube ich, nicht so richtig krass mit der Story weitermachen heute. Weil wir jetzt halt offscreen sehr viel erkunden kann anscheinend. Hätte ich das gewusst, ach guck mal. So, wir können da oben links hin, da oben rechts und dann halt da unten hin. Ich meine, ich gehe ja stark davon aus, ne? Also ich würde ja tatsächlich tendieren, ach guck mal, mein Schiff liegt jetzt da an, obwohl ich da gar nicht bin. Ich würde tatsächlich dazu tendieren. Fliege ich überhaupt richtig? Ich fliege komplett falsch. Fliege in die komplett falsche Richtung. Ich muss ja da unten hin. Also ich gehe stark davon aus, ja. Ich gehe stark davon aus, dass das hier irgendwo ist. Wird da hinten sein. Da drinnen. Da haben wir das eine Gebiet, ja. Das andere ist da oben. Gut. Dann gucken wir da mal rein. Damit wir uns eventuell dann hier hin teleportieren können. Weil da war ja dieser Kohle. Ich muss ja bitte in der Nähe. In der Nähe ablassen. Gut, ich werde dann kurz speichern, falls wir aufs Maul kriegen, schön, um es schön auszudrücken, damit wir gegebenenfalls halt speichern können. Mich würde halt wirklich interessieren, was da hinten so ist. Tiefe in der Tiefe. Schauen wir mal da rein. Die triefenden Triefen, gruselige Gruft des Cobra-Königs. Gar, wo sind wir denn diesmal gelandet? Ich war schon im Gefängnis, die gemütlicher aussahen. Noch eine feuchte alte Ruine, oder? Verdammt, meine Laterne wird noch total modrig, voll verschimmelt, ehrlich. Kann deine Laterne wirklich Schimmel ansetzen? Weißt du, dass das jetzt gar nicht so wichtig ist? Da hast du recht, Olli Boy. Sieht aus, als hätten wir den Platz gefunden, den wir gesucht haben. Der magische Stein sollte hier irgendwo rumschweren. Ah. Verbirgt sich ein magischer Stein. Ah. Okay. Aber was sich hier verbirgt, ist das hier. Okay. Die Frage ist, kann ich mich dann... Wenn es wirklich... Ich kann es hier nicht benutzen. Dann gehen wir hier wieder raus. Beziehungsweise, nein, ich beende hier die Folge und wir werden in der nächsten Folge hier diese triefende Ruine mal durchkämmen. Und ich werde jetzt offscreen die ganzen Quests abarbeiten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier mit der wunderbaren Ruine weitermachen. Und danach würde ich sagen, fliegen wir rechts rauf und dann als letztes fliegen wir ins Schneegebiet. Würde ich sagen. Klingt nach einem Plan, oder? Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!